Daniel Tammet ist bei uns, der ein wunderbares Buch gemacht hat, Die Poesie der Primzahlen. Und ich habe das eingangs schon erwähnt. Primzahlen, hast du mal gesagt, sind meine besten Freunde. Wie wichtig ist denn für das Leben, das jemand wie Sie führt, ein strukturierter Alltag? Es war sehr wichtig, als ich war klein in England. Ich habe Glück. Wir sind 9 Kinder in meiner Familie. Und so ich hatte die Chance, soziale Fähigkeiten zu lernen. Und auf eine normale Schule zu gehen. Und Struktur heute ist wichtig auch, weil ich ein Schriftsteller bin. Und so ich schreibe Tag nach Tag. Und so, das ist, Daniel hat einige sehr, sehr erfolgreiche Bücher gemacht. Wir reden hier von Millionenauflagen. Und es ist wirklich faszinierend, in diese Welt einfach mal reinzugehen, ja, weil es weltweit verkauft wird. Wann ist bei Ihnen Autismus oder das Asperger-Syndrom, eine spezielle Form davon, und eine Inselbegabung, so nenne ich das jetzt einfach mal, festgestellt worden? Wann ist dem Ersten klar geworden, das ist das, was Daniel ein wenig anders macht als andere Kinder? Asperger-Syndrom ist eine sehr leichte Form von Autismus, die mildeste Form von Autismus. Und so heute ist das kein Problem. Aber in meiner Kindheit war das total anders. Das war nicht immer sichtbar. Aber es gab eine akute Einsamkeit. Und es ist richtig, die Damen waren meine Freunde. Und die Worte auch. Und ich war immer in der Bibliothek. Es gefiel mir gefiel es sehr gut in der Bibliothek. Weil ich spielte mit den Zahlen, ich spielte mit den Wörtern. Mein Pausenhof war die Literatur. Weil ich las so viel, und die Bücher helfen mir, diese Fähigkeit und diese soziale Fähigkeiten zu lernen. Diese Zahlen, was haben die in Ihnen ausgelöst? War das Geborgenheit, war das Liebe, war das Wärme? Wie muss ich mir das vorstellen? Die Zahlen sind für mich menschlich. Wie die Worte, die Worte auch, sind menschlich für mich. Nabokov auch nahm Wörter mit Farben und Emotionen wahr. Und für mich ist das Gleiche. Und die Zahlen und die Worte sind für mich nicht unterschiedlich. Eine Geschichte für mich ist die Zahlen im Buchformat. Und ich benutze Zahlen nicht nur zum Zählen, aber auch zum Erzählen. Und so die Mathematik ist sehr kreativ. Ich bin kein Mathematiker, ich bin Schriftsteller. Aber ich bin fasziniert von der Unendlichkeit zum Beispiel und von den Ideen. Sie sind so unvorstellbar. Was ist Ihre Lieblingszahl und wie ist die? Was ist mein... Ihre Lieblingszahl? Favorite? Lieblingszahl? Es ist schwer. Ich bin ein bisschen wie mit like if you ask your mother what is her favorite child? Mutter. Für mich ist 11 sehr schön. Die Zahlen sind für mich ein bisschen wie eine Privatsprache. Und
zum Beispiel 4 hieß und heißt schüchtern. Und so, ich war die 4. Ich war sehr schüchtern. Und 5 ist sehr laut. Und 11 ist sehr schön. Und jeder Saal und jedes Wort ist für mich anders, besonders und menschlich. Also, und Sie haben vor allen Dingen die Inselbegabung auf eine Art und Weise zu rechnen, wie man sich das kaum vorstellen kann, bevor wir gleich dazu kommen. Was hat das ausgelöst? Können Sie das sagen? Wann begann das, dass Zahlen plötzlich Ihre Freunde wurden und so menschlich, wie Sie sagen? In der Schule konnte ich nicht mit den anderen Kindern spielen. Verstand nicht. Englisch ist meine Muttersprache, aber ich hatte immer den Eindruck, dass ich ein Ausländer war. Und Englisch war nicht tatsächlich war meine Muttersprache, aber für mich war das nicht meine Muttersprache. Zahlen waren meine Muttersprache. Sie waren logisch, schön und sie hatten eine Ordnung, wie eine Geschichte. Und ich kannte mich mit Büchern aus. So, ich las so viel. Ich konnte nicht leicht sprechen, aber ich hatte einen Worthunger. Und so, ich las. Und ich lernte so viel mit Hilfe der Bücher. Aber ich weiß nicht warum, als ich Sagen oder Wörter sehen, warum nehme ich Farben, Formen, Emotionen wahr? Ich weiß nicht. Das ist total intuitiv oder instinktiv. Hängt das zusammen mit einem epileptischen Anfall, den Sie in sehr jungen Jahren hatten? War das danach anders? Ja, als ich sehr klein war, hatte ich epileptische Anfälle. Aber das ist nicht. Als man Autist ist, ist es it's more likely or more likely to have seizures. But it's not, it wasn't the seizures that, aber nicht diese Anfälle haben mein autism, Gehirn umgebaut, that, sondern der Autismus my brain developed hat das bedingt. Und mein Gehirn hat sich anders entwickelt aufgrund des Autismus. So, und wenn man sich mal vor Augen führt, was Sie können. Sie sind einmal wirklich weltweit durch die Medien gegangen, weil sie etwas gemacht haben, was ich mir bis heute und mit meinem kleinen Gehirn überhaupt nicht vorstellen kann. Sie haben die Zahl Pi auf eine Art und Weise vorgetragen, rezitiert, bis auf wie viele Stellen genau. Das ist eine Zahl, die im Grunde unendlich ist. Ja, unendlich. Die ist unendlich. Wie viele Stellen nach dem Komma haben Sie hingekriegt? Bei mir hört es auf bei 3,14. Ja. Genau, und dann ist Schluss. Wie lange haben Sie weitergemacht? 22.514. 22.514? Ja. So, und das war ein. Es gibt eine faszinierende Dokumentation über Sie mit dem Titel Brain Man. Und auch daraus schauen wir uns jetzt mal ein Rechenexperiment an. Bitte schön. Wir stellen Daniel die erste Aufgabe. Sagen wir 13 geteilt durch 97. So weit geht gerade mein Taschenrechner. Toll. 185567. Und bis zu wie vielen Stellen rechnest du? 100. Fast 100. Der Taschenrechner kommt nicht mehr mit. Wir nehmen einen Computer, der 32 Stellen hinter dem Komma anzeigt. 5, 6, 7. Jede einzelne Zahl stimmt. Und Daniel übertrifft sogar den Computer. 3. 9, 1, 7, 5, 2, 5. Weiter kann der Computer nicht. Es ist alles hundertprozentig richtig. Wahnsinn.
Was sagen die Ärzte? Es gibt ja, deswegen ist Ihre Geschichte auch so faszinierend. Was sagen Ihnen denn die Ärzte? Was passiert in Ihrem Gehirn? Was ist da anders als in seinem und meinem und in unser aller? Das Gehirn von jemandem, der das Asperger-Syndrom hat, ist weder größer noch hat es ein höheres Gewicht. Da sind nur andere Schaltungen angelegt. Bei den meisten ist es so, dass die Schaltungen im Gehirn diskret sind, heißt das. Das heißt, sie sind voneinander getrennt. Irgendwo geht es um das Erinnern an Gesichter im Gehirn. In einer anderen Ecke geht es um das Sprachzentrum, dann um die Zahlen. Aber in meinem Gehirn sind diese Verbindungen und Verknüpfungen aufgehoben. Das ist so Random Access. Wenn ich ein Wort höre, denke ich an eine Farbe. Wenn ich eine Farbe sehe, denke ich an Wörter und Zahlen. Die Informationen gehen durcheinander. Die hüpfen von einer Ecke des Gehirns in die andere. Und das führt zu größter Kreativität. Genau, was Sie auch dann literarisch umsetzen. Ja. Wenn wir nochmal bei den Zahlen bleiben, wenn ich Ihnen zum Beispiel die 24 nenne, was löst das in Ihnen aus? 24 ist lila. Lila. Wie Markus. Markus ist auch lila für mich. Okay, ja. Lila und ja. Das ist... So, Sie sind 24. Ich bin 24, ja. Okay. Ja, warte. Das ist interessant. Was ist lila? Ist das angenehm? Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber... Es ist sehr positiv. Vielen Dank, ja. Vielen Dank. Das, ja. Was ist denn zum Beispiel Wilfried? Oh. Rot ist A, Letter A. Mhm. Buchstabe. So words that begin with A are alle Wörter, die mit color. A beginnen, die haben immer diese Farbe. In my head. In meinem Kopf. Bernhard? Bernhard, 25. 25? Weil 25 ist komisch. Sehr komisch. Also komisch im Sinne von lustig. Nicht funny. Nicht funny, ja. Komisch im Sinne von lustig, ja. Gibt es Personen, die Sie sehen oder den Namen, den Sie dann hören, die für Sie unangenehm aussehen, obwohl Sie ihn noch gar nicht kennen? Also, dass man das quasi so als, dass man denkt, man hat Angst vor dem, weil der klingt böse, obwohl man gar nicht weiß, was das für einer ist. But when I was small, for example, I would always, if I met someone who was very tall, wenn ich da einen sehr großen Menschen begegnet bin, habe ich gefühlt, das ist die 9. Und wenn einer traurig war, traurig, dann wusste ich, das ist die Ziffer 6, der ist 6. Denn in meiner Privatsprache ist 6 traurig. Mhm. Was ist denn Dr. Susanne Holst? 11. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr. Ja, finde ich gut. Bei dir ist klar, oder ist es... Na, will noch mal fragen. Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden? Wow. Für Sie? You have a very big number. Also eine riesen Zahl gibt es auf jeden Fall. They have a lot of talent. Denn die haben sehr viel Talent. Okay. Und Gigi Anderson? Gigi Anderson, I would say, is the number... Der kriegt die Zahl... 16. 16. 16. Because 16 is, 16. Is a very... Has a lot of, it's es ist eine Zahl, die sehr sensibel ist, sehr gefühlsbetont. Mhm. Interessant. Ja. Was für eine reiche Wahrnehmungswelt. Wir haben die Zahlen, die sind so pragmatisch, mit denen rechnen wir rauf und runter. Und sie sind verbunden mit Gefühlen und Geschichten. Ich bin total beeindruckt. Schön, dass Sie darüber berichten. Und dass Sie es erzählen können, dass Sie es in Worte bringen können. Ja, Sie haben einen. Sie haben ein Buch gemacht, Daniel. Ein Buch, die Poesie der Primzahlen. Was ist das? Was ist die Poesie der Primzahlen? Jede Zahl ist poetisch für mich. Aber die Primzahlen sind Poesie pur. Pure Poesie. Mhm. Das ist Poesie im Reinzustand. Prime numbers are mystery.
Mathematicians don't understand. Primzahlen sind ja auch Mysterien. Die Mathematiker verstehen das gar nicht richtig, was da vorgeht. Ja, wie ein Gedicht. Wenn du ein schönes Gedicht liest, das ist unvorhersehbar. Und das macht die Schönheit aus. Du weißt, dass dann, wenn du weißt, was passiert, dann ist das banal und uninteressant. Und Primzahlen sind immer wieder überraschend. Wie ein schönes Gedicht. Also, ich möchte meine Leser überraschen, auch mit dieser Schönheit. Letzte Frage, Daniel. Was ist die Aufgabe, die Rechnung, die Gleichung, die Sie noch gerne in Ihrem Leben lösen oder klären würden? I'm writing a novel. Ich schreibe an einem Roman. Eine Riesenherausforderung für jemanden, der als Autist zur Welt gekommen ist. Denn du musst hinein in die Fantasie von Rollen, von Personen, von Protagonisten. Aber nachdem ich so viel gelesen habe, denke ich, habe ich gute Vorbilder. Figuren, Nabokov, der auch diese Zahlen so sah, Wörter mit Farben und Emotionen verknüpfte. Vielleicht hatte er hatte viele der Symptome, vielleicht hatte er auch das Asperger-Syndrom. Und noch bevor sein Zustandsbild bekannt war, hat er geschrieben, es gab keine Diagnose. Aber wenn ich über ihn lese, dann spüre ich, da ist was Gemeinsames. Ich bin ein großer Bewunderer Literatur und als Mensch und als Autor ist er für mich ein Vorbild. So, und wenn wir jetzt gerade über Sprache sprechen, ist es tatsächlich so, dass Sie in der Lage sind, neue Sprachen in so kurzer Zeit zu lernen, dass unser einer die Ohren anlegt, innerhalb einer Woche teilweise, 10 Tage? Binnen einer Woche kann Mensch eine Sprache lernen. If I'm the teacher. Wenn er der Lehrer ist. Ich würde als Lehrer dann machen. Heißt? Was heißt das? Because when you learn your own language, wenn du deine eigene Sprache lernst, dann lernst du sie doch so schnell und so intuitiv, denn du gehst damit nicht zur Schule. Und die Schule ist das Schlimmste, was es gibt für den Erwerb einer Sprache. Denn der Kopf wird vollgestopft mit Regeln und so funktioniert Sprache nicht. Sprache ist etwas intuitiv Kreatives, das Spaß machen muss. Und also, ich hatte viel Spaß heute Abend, als ich euch hier Deutsch habe reden hören, mein Deutsch zu verbessern. Da ist alles reingelaufen. Das ist toll. Und er hat mir gerade vorhin erzählt, Deutsch hat ein bisschen länger gedauert für Daniel, Deutsch zu lernen. Aber Isländisch haben Sie wirklich in einer Woche geschafft. Ja. Gut genug, um ein Interview in Reykjavik. Auf Isländisch, Isländisch zu führen. Zu führen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sprache auch. Ist eine sehr, sehr schöne Sprache und sehr dicht dran an der Sprache der alten Wikinger. Also wenn man mal wissen will, wie ein alter Wikinger geklungen haben könnte, einfach mal nach Island fahren oder mit ihm gemeinsam Isländisch lernen. Bernhard, wäre was für dich? Ich hasse Sprachen, weil ich habe es in der Schule nie gekonnt. Weil die Schule ja auch der falsche Ort ist, wie wir gerade gehört haben. Aber ich gehe jetzt gehe ich nicht mehr zur Schule und es wird nicht besser. Das ist das Problem. Das liegt vielleicht an mir. Verstanden. Ich glaube auch. Und damit, dass er nicht der Lehrer ist, werden wir nie diese Erfahrung machen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für ein faszinierendes Gespräch mit Daniel, der uns heute, finde ich, gezeigt hat, dass Menschen nicht in irgendeiner Form an einer Behinderung leiden oder sonst was, sondern einfach nur ein bisschen anders sind. Und das ist sehr bereichernd für die Welt. Herzlichen Dank, Daniel Temmet. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Gigi Anderson und dem Wildecker Herzgruben. Vielen Dank für den Besuch. Alles Gute für das, was da jetzt kommt. Ich bedanke mich ebenso herzlich bei Bernhard Hoeker. Herzlichen Dank, Bernhard, auf Lesetour quer durch Deutschland. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Dr. Susanne Heuss, Gewissen vor 8 und natürlich auch Tagesschau-Moderatorin. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Danke.